Hallo und herzlich willkommen zu unserem Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play mit Folge 24. Nein, wir haben nicht den 24. Dezember, aber da wird auch noch eine Folge von uns erscheinen. Im Moment, aber der 12.12.2012. Genau, wollte ich gerade sagen, wir haben heute der 12.12.2012. Ein besonderer Tag, ja, vielleicht, je nachdem, kommt drauf an, wie man sieht. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum der besonders sein soll. Ich meine, es ist schon nett, weil das wird die letzte Schnapszahl sein, an Tag, wo wir die dieses Let's Play gucken, beziehungsweise die dieses Let's Play aufnehmen hier, leben. Du meinst, die nächste Schnapszahl ist, 2000... Der erste... 100. Der erste 2101. Oder 100. Nee. Oder 111. Es gibt nicht 000, den Monat, den Tag und den Monat 0 gibt's nicht. Also, jetzt reden wir mal weiter und machen dann hier der... Ah, okay. Ich bin gerade voll... Kommt da voll durcheinander. Ich nehme die Spur. Ja. So, kriegt man den da... Ach komm, fahren wir schnell hier durch. Du kannst mal den Büro mit Ding... Achso. Ja, du hast mir gar nichts zum Sagen, was ich zum Tour hab, gell? Ja, ist ja okay. wir haben uns dazu entschlossen, nicht zu warten, bis das Silo von der Biogas fertig gegärt ist, weil ihr hier vielleicht seht, bei Feld 15-16 ist das Getreide schon in der zweiten Wachstumsstufe und ja, nicht, dass das nachher noch verdirbt. Außerdem lässt hier gerade Bobby den Büro weitersäen, ich weiß nicht, was er ansäen lässt. Ich auch nicht, ich hatte nur Felfer einstellen drückt. Okay, dann wird es wahrscheinlich wieder Raps sein. Aber, ja. Dann, ne. Das mit dem Rückwärtsfahren lasse ich lieber. Dann tue ich gleich das Feld, wo wir gerade das Mais geerntet haben. Das kann ich gleich. Tue ich gleich grubbern. Ja, genau. Und ich bringe mal hier. Wir sind ein richtiges kleines Lohnunternehmen. Nein. Doch, ich stelle voll viel Helfer ein. Ja, okay, aber das kann auch ein normaler Bauernhof machen. So. Kleiner roter Traktor. So. Ne, warte mal. Das war hier. Die Melodie war gerade von kleiner grüner was Kaktus. Was? Ein kleiner grüner Traktor steht draußen auf dem Zaun. Holleri, nein, mein kleiner roter Traktor steht draußen in der Scheune. Holleri, holleri, da 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 da. Oh Mann. Du bist schon so ein Chaot, Bobby. Warum? Womit? Besser wie langweilig. Wieso langweilig? Je lieber chaot wie langweilig. Achso, ja, das stimmt allerdings. Ja, jetzt ist mir schon wieder was eingefallen. Und genauso schnell wie es mir eingefallen ist, ist mir wieder ausgefallen. Oh Mann. Genau, was mir eingefallen ist war. Da war mal einer, mit dem wollte man eigentlich mal zusammenspielen. Ja, das haben wir irgendwie immer noch nicht so ganz geschafft. Ja, irgendwie müssen wir uns da mal entschuldigen. Ja, da sind wir noch nicht so dazugekommen. Ja. Aber... Aber eigentlich könnten wir sich da nachher noch drum kümmern. Nachher, ja. Ja, nachher. Nachher halt. Ja. Die Nacht ist noch jung. Das stimmt allerdings. Wir haben erst 10.33 Uhr, ne, wir haben erst 18.45 Uhr. Ja. Heute nehmen wir mal komischerweise mal relativ früh wieder auf. Wieder? Haben wir jemals so früh aufgenommen? Anfangs, glaub. Die ersten paar Videos, da waren Ferien oder so. Ja, das interessiert mich nicht, wann Ferien sind. Und du hattest Urlaub oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja.
So, dann lassen wir den hier gerade stehen. Und schnappen uns hier durch so, Lüter. So, der macht das ganz gut. Schnappen uns hier durch Lüter. Wir können nachher den Krone-Ems-Anhänger noch verkaufen. Sehe ich gerade. Aber ich packe mir jetzt erst den Schlüter, häng den Düngerstreuer dran. Und tun wir eigentlich Traps ins Lager? Ja, oder ja. Ins Silo? Erst oder tun wir es gleich verkaufen? Nee, erst mal ins Lager. Warten wir auf eine große Nachfrage. Mhm. Jetzt haben wir ja hier Einnahmequelle durch Biogas. Jetzt können wir auf große Nachfrage warten. So, und jetzt ist die Frage, was wir uns als nächstes... Ballepresse, Ballehänger, Ladewaage, Wie wär's eigentlich mal, fällt mir gerade so ein, mit einem größeren Feld oder so? Nein. Ich bin für... Moment. Moment. Ich find's nicht... Da. Ich bin für... Nein, das will ich doch gar nicht. Ich bin für... was gibt's noch? Ein Krone Comprima V180 Rundballerpresse. Nee, oder Krone Big Pack 1290 Quaderballerpresse. Big Pack Presse. Die Rundballenpresse ist doof, die können nicht mit dem Autostack einsammeln. Und dann der Arcusin Autostack. Ja, genau. Der kann Autos stapeln. Nicht ganz, aber fast. Doch, kann er, wenn sie zum Quadrat gepresst sind. Nee. Ja, warum heißt das Autostack? Weil der automatisch die Ballen stackt. Was ist das? Ballertransportwagen mit einem solide 18 Tonnen Fahrgestell, welches aufgrund des hohen Lastschwerpunkts eine bessere Straßenlage gewährleistet. Da kannst du rund und Quaderballer kannst laden. Ja. Aber wir wollten der Autostack. Wäre Kosten von 215.000 Euro. Ja, das kriegt man hin. Und dann brauchen wir nochmal einen größeren Traktor für dich, oder? Moment. Ich sag dir gleich Willen. Lass mich raten, TTV 7250. Nein, KSIH Steiger 600. Jesus Gott, ja, kriegst du. Nein, den will ich gar nicht. Der kostet 400.000 und hat Zwillingsbereifung. In dem Fall will ich der andere mit der Kette, mit dem Ketteantrieb. Kriegst du, wenn du willst. Nee, 155, 193, 263. Aber wieso nicht der TTV 7250? Was? Du willst jetzt der TTV 7250? Warum nicht? Oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber oder der kleine TTV? Nein. Aber ich hätte da. Gerade mal so spontan getippt, weil du eigentlich immer von TTV 72 ist auch voll super. Schwärmst. Der ist auch voll super. Super. Super duper. Super, ja. Ein größeres Ding wollten wir uns auch noch holen. Was? Ein Grubber. Stimmt. Und eine große Sämaschine. Genau. Stimmt. Und ja, dementsprechend dann auch irgendwann mal größere Traktoren, da wir das auch irgendwann mal Traktoren haben, dann habe dann, dass wir das hinhängen können. Ja, so langsam. Weil an Büro brauchst du keinen riesen Grubber und Sämaschine hängen. So langsam nimmt das Ganze Gestalt an, was wir hier fabrizieren, finde ich. Haben wir noch einmal Raps anpflanzt? Nee. Nee, im Moment tut der Säe und sonst haben wir nichts. Nee. Oder wir holen mal größeres Feld. Ja, jetzt chill mal. Wir 17. Wir haben im Moment nicht so viel Geld. An die Zuschauer mal. Jetzt haben wir ja eine relativ gute Einnahmequelle mit der Biogasanlage. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie einen Mod von uns sehen wollt, einen speziellen oder einen anderen Traktor oder anderes Gerät, euch wünscht, sage ich jetzt mal, dass wir das kaufen, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben und sobald wir das nächste Mal Geld haben, könnten wir das, also könnte ich mir vorstellen, dass wir das ermöglichen oder wir könnten auch
weiß nicht, ob du da so begeistert von bist. Weiß ich auch nicht. Wenn es die Leute interessiert, also euch, euch zeige, wie Kartoffelanbau und... Nee, was gibt's eigentlich? Dickrübe und... Kartoffel und Zuckerrübe. Ja, aber... Kartoffel- und Zuckerrübeanbau, wie das funktioniert und wie das aussieht und so. Ja, doch, das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ist zwar eine teure Sache, aber... Doch. Wir sind auch reiche Lohnunternehmer. Noch nicht. Aber fast. So, jetzt bringen wir das mal wieder. Das wollte ich gerade wegfahren. Haben wir nicht genug Geld zum gleiche Maschine kaufen? Ne, wir haben nur 32.000. Die Sämaschinen kosten mal 150 oder 160.000. Und wie viele Minuten sind jetzt vorbei? 11. Okay, in dem Fall tun wir jetzt noch 4 Minuten lang... Scheißlabern. Ne. Scheißlabern ist doof. Überlege, was mir vorher entfallen ist. Ich hab keine Ahnung, das krieg ich nicht mehr frei. Was ist... Oh! Das war ungeschickt. Gut, dass ich das bemerke. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da wieder rückwärts... Mir könnte das Schlüter mal tanken. Irgendwie gucken, dass ich da... Wow! Oh oh, ich sehe schon, ich bin nicht so sehr begabt. Rückwärts fahren mit dem komischen wie nennt sich das Ding jetzt schon wieder? Dolly. Ja, mit dem Auflieger. Ja, mit dem Dolly. Das hört sich immer so nach. Das heißt nicht Dolly. Klar heißt es Dolly. Nein. Sieger Duo, aber das Ding an sich heißt die gedrehte Beschreibung Gedöns ist Dolly. Aber Dolly erinnert mich immer an andere Sachen. Die Gerätebeschreibung ist Sieger Duo. Oder oh ja, das ist der Fabrikname. Aber so wie das andere Zeug halt Hänger heißt oder so, oder Kipper oder wie auch immer, heißt das Ding halt Dolly. Oder Buster. Was für Gedöns? Dolly Buster. Achso. Das Ding hat einen Vor- und einen Nachname. Was machst du da gerade? Ich bin aus Versehen unter das Förderband gefahren. Das sieht aus, wie wenn du das da aufs Förderband kippen willst. Wieso? So wie du da stehst. So. Bring mal den. Kikriki, kikriki, das ist ein einzelner Hahn. Ja, zu Tieren. Sag ich mal was. Ich weiß nicht, ob Bobby nah was hinzufügen will. Hühner werden wir uns wahrscheinlich keine kaufen, weil es einfach nur langweilig ist. Die Hühner muss man nämlich nicht füttern und nichts. Die sind halt einfach da und man kriegt Eier dafür. Ja, das nächste ist, ich kann die Eier nicht einsammeln. Stimmt. Das nächste ist, dann muss die immer Benny einsammeln, damit sie ich oder Benny dann ins Dorf bringen kann, um dann ein Ei für 100 Euro zu verkaufen. Ja. Nee. Nee. Und wir wurden, ich weiß nicht, ob Bobby es gelesen hat, aber wir wurden in den Kommentaren gefragt, wann wir denn mit Kühen anfangen. Ja, ich bin auch für Kühe. Ja, so an sich bin ich natürlich auch für Kühe, gar kein Ding, aber ich muss zugeben, ich habe keinen Plan, wie das läuft. Drum machen wir das, dass die Leute, die uns anschauen, wissen, wie es läuft. Und... wenn wir Kühe kaufen, müssen wir erstmal entweder ein Mähwerk kaufen und einen Ladewagen und einen Sprader. Oder ein Big X. Oder ein Big M. Wie wäre es, wenn wir damit an Weihnachten bzw. Neujahr anfangen? Ne, Neujahr ist Dark Dragon mit seinem Minecraft Let's Play dran. Ja, ich meine, wenn die Frage war, wann wir uns Kühe zulegen. Ja. Nach Weihnachten beziehungsweise irgendwann im Januar, Anfang, Mitte Januar. Mir fällt da gerade was ein, Bobby. Ich
weiß nicht, ob mir du auch, aber du willst gerade nicht sagen. Ja, ich weiß nicht, ob du gerade den gleichen Gedanken hattest. Ja, hatte ich. Aber okay, das beschwätzen wir, das reden wir nachher schnell in der Pause noch. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann haben wir da schon was. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Aber Leute, hier steht eine kleine Zahl drin, 2012. Was? Auf dem Tank, also auf dem Sprit-Diesel-Tank. Ach so. Auf dem Hof steht eine kleine Zahl drin, 2012. So, aber Leute, hört sich assi an. Menschlies oder Zuschauer. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Uhr sagt, es sind 15 Minuten, 45 Sekunden vorbei. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Bis dann mal. Ciao. Ciao.